Das gestrige Spiel in Hamburg gegen den FC St. Pauli geht mit 2:1 verloren. Ein Auftritt, der auf jeden Fall Sorgen macht für die letzten vier verbleibenden Spiele. Wir reden über dieses Spiel nach dem Intro. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie schon eben gesagt, dieser Auftritt von gestern bereitet mir persönlich und wahrscheinlich auch vielen von euch, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, große, große Sorgen. Es ist jetzt die dritte Niederlage in Folge. Gegen den KSC und gegen Hannover war es absolut unnötig und man hätte nicht unbedingt mit einer Niederlage gerechnet. Gestern war es natürlich ein schwieriges Spiel. Es ist immer unangenehm, am Millerntor zu spielen. Das wissen wir, denke ich mal, alle. Aber dass die Mannschaft mit so einem blutleeren Auftritt da hinfährt und abliefert, damit hätte ich persönlich nicht gerechnet. Bis auf 70., 72. Minute war das auf jeden Fall rein gar nichts, was unsere Armin da auf dem Platz angeboten haben. Und so geht das 2:1 für St. Pauli am Ende natürlich vollkommen in Ordnung. Und wir rutschen sogar einen Platz nach unten, weil Hansa Rostock zeitgleich in Kaiserslautern gewonnen hat. Und wenn es knüppelig kommt, stehen wir heute Nachmittag auf einem direkten Abstiegsplatz, wenn Jahn Regensburg im direkten Duell gegen den SV Sandhausen gewinnt. Für uns wäre da in diesem Spiel natürlich ein Punkt sehr gut, aber naja, hoffen bringt alles nichts. Wir müssen zusehen, dass unsere Jungs die Punkte in den letzten verbleibenden Spielen holen und dass wir uns so retten, in der Liga bleiben. Naja, wir reden mal über das Spiel. Das ging auf jeden Fall von vornherein absolut nicht gut los. Unsere Jungs fanden überhaupt nicht rein. Von Beginn an war es der FC St. Pauli, der aus 1:0 drückte. 10. Spielminute ging es gleich mal los mit dem ersten großen Aufreger. Flanke kam von rechts, Martin Freisel, ein Ball, den ein Torwart einfach haben muss, hatte er irgendwie überhaupt nicht sicher und dann kam der St. Paulianer mit dem Kopf an den Ball und der Ball ging nur knapp übers Tor. Ich habe immer viel von Martin Freisel gehalten, aber ich denke mal, er hat sich jetzt schon den einen oder anderen Patzer erlaubt. Vielleicht sollten wir mal darüber reden, Arne Schulz ins Tor zu lassen. Der Junge lebt im Verein, er war in der Jugend und ich denke mal, dass er da richtig mit dem Engagement rangehen würde. Warum nicht einfach mal versuchen? Wir brauchen die Punkte, wir brauchen junge Spieler, die alles für den Verein geben und Martin Freisel, sorry, bist ein guter Torwart, aber solche Patzer können uns am Ende echt wichtige Punkte kosten. Das Spiel ging dann in der Folge auch genauso weiter. St. Pauli nur am Drücker, Arminia mit halbherzigen Angriffen, die dann am Ende allerdings auch nichts wurden. Mitte der ersten Halbzeit hätte St. Pauli ja das 1:0 machen müssen eigentlich. Guter Steckpass, St. Paulianer ist durch an Martin Freisel vorbei und dann legt er in die Mitte zum Einschieben. Aber Frederik Jeckel ist auf jeden Fall im letzten Moment da und kann den Ball noch zur Ecke parieren, da stand die Abwehr alles andere als gut. Glück für uns, dass Jeckel da auf jeden Fall gut aufgepasst hat. Ja, großartig ist da nichts mehr passiert, immer wieder gute Angriffe von St. Pauli, aber das war es dann auch für die erste Halbzeit. Ja, die zweite Halbzeit ging wunderbar los für unsere Armin, hier holen die auf. 10 Minuten gespielt, langer Ball auf den Ex-Bielefelder Marcel Hartl. Ja, und er blieb dann vor dem Tor eiskalt, schob ein zum 1:0. Dicken Respekt auf jeden Fall, dass er da nicht gejubelt hat, sich noch entschuldigend zu dem Bielefelder Auswärtsblock hingestellt hat. Arm hoch, sorry. Macht nicht jeder Spieler, klar, die meisten, aber ja, kann man einfach mal Respekt natürlich aussprechen. War auch ein gutes Tor. George Bello hob das Abseits leider noch auf, sonst hätte das Ding nicht gezählt, aber es ist schon mal so, 1:0 für St. Pauli. Ja, und auch danach wachte Arminia irgendwie überhaupt nicht auf, kam überhaupt nicht zu geordneten Angriffen und St. Pauli hätte kurz darauf noch auf 2:0 erhöhen können.
Freistoß, Flanke rein, Jackson Irvine mit dem Kopfball, aber da war Martin Freiser wirklich wunderbar zur Stelle, hat den Ball richtig geil rausgekratzt und so stand es weiterhin. Nur 1-0 für St. Pauli, aber nach 69 Spielminuten stand es das nicht mehr, 2-0. Ja, die Ecke kam rein, Kopfball, Getümmel im Strafraum, Guilherme Ramos konnte den Ball dann nicht wirklich richtig klären und der Ball flog dann vor die Füße von Lukas Daschner und der schob ganz klassisch 1-2-0. Martin Freisel ohne Chance und ja, ab dem Zeitpunkt war das Spiel im Prinzip schon gelaufen, konnte ja keiner ahnen, dass kurz darauf Arminia nochmal zurückkommen würde. Das war nämlich nach der Einwechslung von Jermaine Kohnsbruch. Eine Minute später stand es dann tatsächlich 1-2, lange Flanke in den Strafraum rein. Fabian Klos mit seiner Größe setzte sich da gut durch, legt den Ball auf den Kopf von Jermaine Kohnsbruch und der köpfte das Ding rein ins Paulianer Tor. Vollkommen unverdient natürlich zu diesem Zeitpunkt, aber nahmen wir mit. Arminia hätte sogar noch auf 2-2 stellen können. Wieder Jermaine Kohnsbruch mit einem Kopfball, aber der Torhüter, kratzte den einfach sehr, sehr gut von der Linie. Und so blieb es dann leider aus unserer Sicht natürlich beim 1-2 bzw. 2-1 für St. Pauli. Ja, jetzt haben wir noch vier ganz, ganz wichtige Spiele. Nächste Woche Freitag gegen Greuther Fürth. Die sind auch nicht gut drauf, haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren. Wir haben ein Heimspiel. Das müssen wir auf jeden Fall nutzen. Ich sag mal, wenn das verloren geht, dann wird es natürlich extrem, extrem, extrem schwierig. Weil danach geht es auf den Betzenberg nach Kaiserslautern, wo ich wahrscheinlich auch sein werde. Hoffentlich. Ich denke mal, da gibt es einen Stadionblock von. Das wird ganz, ganz schwierig natürlich, obwohl Hansa Rostock da gestern auch gewonnen hat. Aber naja, wir kennen ja unsere Jungs. Dann noch Heimspiel gegen den SC Paderborn. Klar, die Vergangenheit hat einfach gezeigt, in solchen Spielen nehmen wir auch gerne mal 3 Punkte mit, aber Paderborn ist einfach stark drauf diese Saison. Das wird auch nicht einfach und dann am letzten Spieltag auswärts nach Magdeburg. Wahrscheinlich sind die dann gerettet oder sind sie aktuell schon, ich weiß nicht ganz genau, durch das 3-2 durch den gegen den HSV, ob sie dadurch jetzt schon sicher gerettet sind oder nicht. Das müsste ich tatsächlich mal recherchieren. Wie dem auch sei, unsere Jungs müssen sich nur auf sich selber konzentrieren, auf andere gucken, bringt gar nichts mehr. 4 Spiele verbleiben noch und am besten natürlich in jedem Spiel die 3 Punkte einholen, auch wenn das natürlich sehr, sehr schwierig wird. Wir schauen mal, was die Spiele bringen. Eure Meinung natürlich gerne erstmal zum Spiel in die Kommentare und dann zu den letzten 4 Spielen. Was meint ihr, wie viele Punkte holt Arminia noch? Schreibt es mir alle gerne in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Das wird wahrscheinlich der Stadionblock sein. Am Freitagabend gegen Greuther Fürth. Das Video wird am Samstag online kommen. Wir sehen uns dann. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ein Abo auf den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. In diesem Sinne bin ich dann raus. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reingehauen und auf Arminia!